Hallo YouTube, wie geht's euch? Ja, ich möchte mal wieder über meine schönsten Fotobücher aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Monaten berichten, die ich mir zugelegt habe, die ich mir angeschaut habe und die ich euch einfach nur wärmstens empfehlen kann. Ich habe mir da 5 Stück rausgesucht und das macht ihr ja wahrscheinlich auch so. Wer sich für Fotografie interessiert, der kommt an solchen Büchern einfach nicht vorbei. Man wird auch in den sozialen Medien davon betroffen und lernt immer wieder mal neue Fotografen kennen. Ist ja auch total interessant, finde ich. Und genau das habe ich jetzt gemacht und habe mir hier, ich kann sie euch mal ganz kurz zeigen, ist ein ganz schöner Haufen Bücher und die sind auch diesmal ganz schön schwer. Und zwar fange ich jetzt einfach mal mit dem oberen an. Und zwar heißt das Snowden Alive in View. So heißt das. Snowden, weiß ich nicht, ob das jemandem etwas sagt. Lord Snowden, auch, also das ist nicht sein ursprünglicher Name, sondern den Namen hat er später quasi bekommen. Ursprünglich hieß er mal Anthony Armstrong Jones, ist ein Fotograf und Designer. Hat so hauptsächlich gewirkt in den 60er, 70er Jahren und ist berühmt geworden als Ehemann von Prinzessin Margaret, der Schwester, ich glaube, die ist schon tot, der Schwester von Queen Elizabeth. Und ich bin auf den gestoßen, weil ich die Serie The Crown geschaut habe. Und wenn ihr da mal guckt, irgendwo, ich glaube, in der zweiten oder dritten Staffel gibt es eine ganze Folge über ihn und sein Verhältnis zu Margaret und wie er da in die Königsfamilie aufgenommen wurde und so weiter. Soll jetzt auch nicht weiter interessieren, aber da bin ich auf ihn aufmerksam geworden, habe ein bisschen gelesen. Eine ganz lustige Geschichte ist, dass mein Vater den tatsächlich mal persönlich getroffen hat. Irgendwann in den 70er Jahren war er auf einer Berufsschulreise in London und die haben unter anderem Lord Snowden getroffen. Da gibt es ein Foto in einem Fotoalbum von meiner Mutter, als ich ihr nämlich davon erzählt hatte, sagte, ja, den kennt dein Vater doch auch. Also ganz kurios. Der hat also sehr viel Werbung gemacht, Werbefotografie und natürlich auch viel da in der Familie fotografiert. Der hat auch natürlich sehr viel mit Leica, der hatte eine alte Hasselblatt 500, mit der er fotografiert hat. Dickes Buch, gar nicht teuer, gibt es bei Amazon. Ich verlinke die Bücher auch alle wieder unten in den Shownotes, könnt ihr euch angucken. Will ich jetzt gar nicht mehr zu erzählen. Ist mir jedenfalls über die Serie The Crown begegnet und ja, echt interessantes Buch, echt interessanter Mann und schöner Einblick in die englische Königsgeschichte. So, das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, das nennt sich oder heißt Cargo Pilot von Christian van Heist. Sagt wahrscheinlich erstmal keinem was. Christian van Heist habe ich auch über Facebook und Instagram kennengelernt. Wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht, spielt auch keine Rolle. Mein Kindheitstraum war es immer, Pilot zu werden. Hat nicht funktioniert, da ich 3 cm zu groß war. Ansonsten hätte ich den Test bestanden und würde heute nicht das machen, was ich mache und euch hier wahrscheinlich von Fotobüchern erzählen, sondern würde durch die Welt fliegen. Aber that's life, hat nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz ist Fliegerei immer noch mein Traum und wenn ich ein Flugzeug im Himmel sehe, habe ich immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Und so bin ich auf den gekommen. Der ist tatsächlich Pilot, Cargo-Pilot, wie der Titel schon sagt. Fliegt für, ich glaube, eine belgische Cargo-Firma um die Welt. Fliegt den Jumbojet, die 747. Und ist unter anderem noch begnadeter Fotograf. Und hat auch viele internationale Preise damit gewonnen. Und macht halt sehr viele Bilder. Ja, durch seine Fliegerei kommt er viel rum. Aber er macht auch das Thema Fliegerei zu seinem Fotothema. Also er setzt nachts Bilder aus dem Cockpit in Szene, das ist Wahnsinn und atemberaubend. Nordlichter und ferne Landschaften, Wüsten, Grönland, Südpol, Australien, der fliegt also überall hin und macht also wirklich ganz tolle Bilder, bringt auch jedes Jahr
einen Kalender raus und ich zeige euch einfach mal hier so ein paar. Das kommt jetzt gar nicht so wirklich gut rüber. Also hier zum Beispiel, das ist jetzt hier ein Flieger, der da gerade in Alaska landet. Und also viele Landschaftsbilder und hier so Bilder nachts aus dem Cockpit. Und da schlägt mein Herz natürlich gleich höher, wenn ich sowas sehe. Also das Buch habe ich, glaube ich, das ist das Buch, was ich letztes Jahr am meisten in der Hand gehabt habe. Also wen das Thema Fliegerei interessiert, für den ist das vielleicht was. Christian van Heist, Cargo-Pilot. Sehr schönes Buch, gibt es auf seiner Internetseite. Da gibt es auch ganz viele Fotos anzusehen und ansonsten könnt ihr dem auch auf Instagram folgen. Ich verlinke euch das, wie gesagt, alles hier drunter. Ja, das war Nummer 2. Dann habe ich hier ein schönes Buch, das ist auch, das kommt immer wieder mal bei Facebook, wird das angezeigt, wenn man auch Leica eingibt und so weiter. Und zwar ist das von Volker Figueredo Veliz. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, heißt Los Cubanos. Das ist ein Deutscher, der hat seine Liebe für Kuba, oder hat er immer schon gehabt, hat dann irgendwann, ist glaube ich vorzeitig in Ruhestand gegangen und ist nach Kuba gegangen, hat dort seine Frau auch kennengelernt, ist mit einer Kubanerin verheiratet, hat glaube ich Kinder mit der und macht fantastische Bücher, alles schwarz-weiß, ich hoffe man kann so ein bisschen blättern hier, also wirklich ganz tolle Schwarz-Weiß-Bilder hier. Bisschen Text ist auch dabei und ansonsten, ja, wirklich ganz toll gemacht. Erinnert mich von der Aufmachung her so ein bisschen an das Buch The Americans von Robert Frank. Habe ich in dem letzten Video, was ich zu den Fotobüchern gemacht habe, da kommt das Buch drin vor. Das ist natürlich auch ein Klassiker, aber das ist also auch ganz toll. Los Cubanos, Volker Figueredo Veliz, so heißt er genau. Also, schaut euch das Ding auch mal an. Dann habe ich, welches nehmen wir denn jetzt? Nee, wir lassen das Beste zum Schluss. Ich habe hier noch eins, das nennt sich Brooklyn, The City Within von Alex Webb. Ist ein Bildband über, wie der Name schon sagt, Brooklyn, dem Stadtteil von New York. New York mag ich ja auch, wisst ihr ja auch. Und Brooklyn ist immer, also meistens, wenn man sich New York-Bilder anguckt, dann sieht man immer Manhattan. Ja? Aber Brooklyn ist, oder New York ist weitaus mehr als nur die Wolkenkratzer von Manhattan. Wir haben zum Beispiel bisher immer in Brooklyn gewohnt. Das ist auch der größte Teil von New York, also der größte der 5 Stadtteile von New York. Und der macht also ganz tolle, farbenfrohe, auch Streetbilder, hat auch eine ganz eigene Bildsprache, gibt auch noch viele andere Bücher von ihm. Und das Schöne hier drin ist, der hat das zusammen mit Rebecca Norris Webb gemacht, das ist seine Frau. Und dann sieht man auch hier oben, wenn man guckt, da ist also hier drin noch so ein kleiner Teil. Und das sind Fotos, die hat seine Frau gemacht. Also die haben das beide zusammen gemacht, haben natürlich auch eine unterschiedliche Wahrnehmung von der Stadt und man sieht es auch an den Fotos, das ist also ein komplett anderer Stil, aber auch sehr schön und das sind halt sehr, sehr farbenfrohe Bilder hier. Ich zeige euch einfach mal ein paar, ich habe jetzt keine speziellen hier rausgesucht, das hier vielleicht, ja, also sehr viel Farbe, sehr viel Licht- und Schattenspiel und so weiter gibt es dort. Also wer sich für New York interessiert und nicht unbedingt so einen klassischen New Yorker Bildband haben will, für den ist vielleicht was Brooklyn, The City Within, und der Titel passt ja auch zu dem, so wie das Buch aufgemacht ist, nämlich dass quasi in dem Buch noch ein zweites Buch mit drin ist. Also sehr schöner
Sehr schönes Buch, hat mir auch sehr gut gefallen im letzten Jahr. So, als letztes habe ich hier wirklich ein Buch, das hat mich echt im letzten Jahr am meisten geflasht. Und zwar Dear Motel von Mike van Kleven. Mike van Kleven ist ein belgischer Fotograf, der auch viel im Bereich Werbung für Firmen gearbeitet hat. Der hat für Tag Heuer Werbedrehs gemacht, der hat für Bridgestone, Harley Davidson und so weiter fotografiert. Der hat auch mal mit Cristiano Ronaldo zusammen fotografiert und hat aber auch fotografiert und auch halt Filme gemacht, Werbefilme gemacht. Und der ist also auch in seiner Zeit, wo er also viel um die Welt gejettet ist zwischen seinen Jobs, hat er also auch immer wieder in Motels übernachtet und hat da also die Kamera rausgeholt und hat echt absolut fantastische, also in meinen Augen jedenfalls, hat sich manchmal dann, wenn er irgendwo etwas länger war, sich ein Model dazu geholt und hat also wirklich ganz tolle Fotos dort gemacht, hat wie so ein kleines Fotoshoot dort in den Hotels gemacht, hat das zum Anlass genommen und da sind so tolle Bilder draus geworden, ist wie so ein, ja, wenn man es so durchguckt, wie so ein American Road Trip. Auch ein paar Nacktbilder, die zeige ich euch hier mal nicht. Aber halt hier, wirklich so im Westen, so ein Airstream hier, wo er übernachtet hat. Und halt immer wieder irgendwelche Models auch mal ganz unscharf und so weiter. Also spielt meistens so in einer, die Settings sind meistens so irgendwo in Motels in der Wüste, wie man sich das so aus den klassischen Spielfilmen vorstellt. Und das hat er also wirklich super in Szene gesetzt, finde ich. Da ist ein fantastisches Buch draus geworden. Ist auch ganz toll mit so einem schönen Leineneinband hier gemacht. Da gibt es so eine rote und eine blaue Edition. Kann man auch, glaube ich, nur auf seiner Seite kaufen. Und das hat mich wirklich absolut geflasht. Ganz toll. Dear Motel, Mike van Kleven. Mein Buchtipp eigentlich für dieses und fürs letzte Jahr. Also wer das nicht kennt, einfach mal auf seine Seite gehen, sich Bilder angucken. Ja, das war's. Hier sind sie nochmal, alle fünf. Bestiegen bestimmt auch 6 Kilo zusammen. Also auf ein Kilo voller Bücher. Alle toll, alle paar Mal angeguckt. Und ja, macht das auch. Schaut euch Fotobücher an. Die inspirieren, die geben neue Ideen, wenn man einfach mal irgendwie nicht so genau weiß, was soll ich heute mal fotografieren. Schaut euch einfach mal ein Buch an und versucht das mal nachzufotografieren. Oder einfach, da kommt wieder Motivation auf, da kriegt man wieder, wie gesagt, Ideen. Und deswegen bin ich immer dabei und halte Ausschau nach neuen Büchern. Wenn ihr noch irgendwelche super Tipps habt für Bücher, die ich mir mal anschauen sollte, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Das würde mich freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir wieder so ein Ding und dann schauen wir mal, was sich dieses Jahr hier so an Fotobüchern ansammelt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Hier unten unbedingt den Kanal abonnieren. Und erzählt davon, teilt es gerne weiter. Freut mich, das hilft mir, hier mit meinem Kanal voranzukommen. Vielen Dank für euren Support bisher. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Lest schön Fotobücher, schaut schön Bilder an. Und vor allen Dingen geht raus und macht Bilder. Das ist das Wichtigste. Und in dem Sinne eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.